wieder mit dabei seid. Heute machen wir einen absoluten Klassiker. Ein Gericht, was ich ganz, ganz gerne mache, weil es einmal richtig gesund ist, super Fette enthält, gute Proteine und außerdem so variabel ist, wie du möchtest. Also es kann nach Lust und Laune verändert werden und es ist wirklich eines der vielseitigsten Rezepte, die ich jemals gemacht habe. Plus es schmeckt immer lecker, es schmeckt nie gleich und reinkommt, was du möchtest. Du bestimmst es und deswegen hast du immer das Gefühl, du isst immer was anderes. Dabei ist die Basis eigentlich die gleiche. Die Rede ist von Frittata. Frittata kennen viele wie eine Tortilla aus dem Spanischen. Das ist eher mit Kartoffeln. Kartoffeln wollen wir bei Keto nicht, deswegen machen wir es ohne Kartoffeln. Andere würden sagen, es ist eine Art Omelette, aber ich finde, es ist viel reichhaltiger als ein Omelette, weil viel mehr Sachen drin sind und weil es nicht nur in der Pfanne gemacht wird, sondern weil es auch stockt und weil es viel, viel dicker ist. Fast wie so ein Kuchen eigentlich. Deswegen Frittata ist super lecker, super variabel. Ihr könnt reinmachen, was ihr wollt. Verschiedene Käsesorten, verschiedene Gemüsesorten, saisonal oder was auch immer euch einfällt. Und deswegen mag ich Frittata auch so gerne und will das Rezept heute mal mit euch gemeinsam kochen. Einfach damit ihr seht, wie easy es geht, wie schnell es geht, wie lecker es schmeckt und wie verdammt vielseitig es sein kann. Und ja, wenn dir der Kanal gefällt, dann abonniere ihn gerne. Ich schicke hier täglich oder lade hier täglich oder so oft es geht neue Videos hoch, die du dann auschecken kannst. Ich habe schon einige drauf, süße, salzige Rezepte, alles einfach, alles mit wenigen einfachen Zutaten, alles ketogen, vegetarisch. Und für jeden Geschmack ist da, glaube ich, was dabei. Und wenn dir das Video gefällt und wenn dir die Frittata geschmeckt hat, dann schick mir gerne ein Herz und genau, Daumen hoch auf dieses Video. Und ich freue mich, wenn du auch mal mein Instagram auscheckst. Mein Instagram ist in der Beschreibung drin verlinkt. Da gibt es auch immer ganz, ganz viele Rezepte und meine Stories, wo ich regelmäßig auch Tipps und Tricks verrate zum Thema Keto-Kochen. Wie kann ich anfangen? Was darf ich essen? Was darf ich nicht essen? Und ich will auch gar nicht mehr groß drum herum reden. Ich laber immer so viel. Ich würde sagen, wir fangen direkt an und starten gleich mit den Zutaten. Wie immer wahnsinnig überschaubar. Wie gesagt, du kannst reinmachen, was du möchtest. Ich möchte Zwiebel, Knoblauch, Chili, Zucchini, ein paar Champignons. Dann habe ich 4 Eier hier für 2 Personen gerechnet. Und ich mache Blauschimmelkäse drauf, weil ich das voll lecker finde. Du kannst den Käse auch durch jeden anderen Käse ersetzen. Schafskäse, Ziegenkäse, Emmentaler, Bärkäse. Gemüse kannst du reinmachen, was du möchtest. Paprika, Aubergine. Du kannst auch eine Variante vielleicht mal mit Rosenkohl oder mit Spinat probieren. Chili und Knoblauch ist optional, Zwiebel auch. Eier kannst du auch mehr machen, wenn du sagst, du willst mehrere kochen oder du hast einfach mehr Hunger. Genau, ich würde sagen, wir starten. So, als allererstes brate ich jetzt mal hier die Zwiebeln, Chili und den Knoblauch an. Das habe ich hier alles klein geschnitten. Das kommt hier alles in die Pfanne. So, das würde ich erstmal umbraten. Alles. Genau, währenddessen könnt ihr die Eier schon mal verquirlen. Wie ihr wollt. Ja, und das da schon mal schön brät. Das riecht schon super lecker. Wie gesagt, wer scharf nicht möchte, lässt die Chili weg. Also ihr könnt auch Zwiebel weglassen, Knoblauch weglassen. Ihr könnt auch alles andere nehmen. Das ist, wie gesagt, euch überlassen. Ich werde die Eier aber jetzt auch noch ein bisschen würzen mit Pfeffer. Und ein wenig Salz. Das erstmal zur Seite und jetzt kommt nach einer Weile kommt dann auch schon die Zucchini dazu. Das muss alles gar nicht so lange anbraten, weil das wird ja alles noch dann stocken mit dem Ei. Wir wollen das Gemüse ja auch ein bisschen knusprig noch haben. Deswegen braucht das alles gar nicht. Das sieht jetzt relativ viel aus. Das sind jetzt anderthalb Zucchini. Aber das liegt halt auch daran, weil also die schrumpfen halt auch extrem, wenn man sie dann anbrät. Das werden wir gleich sehen. So, mal durchschwenken. Lecker, lecker. Ich brate sie mal super gerne scharf an. Ich bereite schon mal den Käse vor. Oh, das Chili haut ganz schön rein. Hey. Vermeintlich frische Chilischote kann auch echt scharf sein. Ziehen wir jetzt einen halben von dem. Das sind dann ungefähr, was ist da drin? Ja, 175 Gramm, also die Hälfte. Einfach für 2 Personen mache ich das jetzt. Ihr könnt, also Käse ist halt super bei Keto, weil es halt richtig gute Fett, also viel Fett da nochmal gibt, was ganz wichtig ist, damit man halt auf die Fette kommt. Und
Genau. Und Käse schmeckt einfach lecker. Ihr könnt natürlich auch den Käse weglassen, ist optional. Also wie ihr mögt, wer jetzt sagt, er mag keine Milchprodukte, lässt den Käse weg. Wir zwingen keinen zu irgendwas. So, jetzt noch die Pilze. Ihr könnt auch noch eine größere Pfanne nehmen. Manchmal verschätze ich mich da ganz gerne. Groß würzen müsste das alles eigentlich gar nicht. Also vor allem beim Salz wäre ich vorsichtig, weil der Käse auch schon Salz abgibt. Super lecker ist es dann auch noch ein paar Walnüsse mit drauf machen und am Ende noch mitbacken. Gorgonzola ist auch super lecker. Ich muss das alles mal durchschwenken. So brate ich jetzt das Gemüse eine Weile an. Wenn das Gemüse dann schon gut angebraten ist, ich habe jetzt noch ein bisschen Kurkuma und Paprikapulver reingemacht, dann gebe ich das Ei ganz einfach rüber. So. Alles nochmal ein bisschen durchschwenken, damit sich das gleichmäßig verteilt. So, jetzt kurz anstocken lassen. Geht an der Seite, wird es schon weiß. Genau, Temperatur entsprechend runterdrehen. Ruhig auch das so ein bisschen runterlaufen lassen, immer noch, damit das gut von allen Seiten auch bedeckt ist, das Gemüse. So. Jetzt kommt der Käse oben drauf. Der wird da jetzt einfach so drauf verteilt. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Wenn ihr eine ofenfeste Pfanne habt, dann packt ihr die einfach in den Ofen. Oder ihr macht es auf dem Herd, weil die Pfanne ist jetzt nicht ofenfest. Und macht einen Deckel drauf. So, Deckel drauf. Man kann das jetzt schön stocken. Und das Ganze jetzt dann nochmal für vielleicht so, ja, 15 bis 20 Minuten kurz stocken lassen auf niedriger Temperatur. Und wenn es dann komplett gestockt ist, dann ist die Frittata fertig. Ja, ihr Lieben, und jetzt ist alles gestockt, das heißt, die Frittata ist fertig, kommt noch frischen Petersilie drauf und dann haben wir auch schon unser feines Essen. Ja, ihr seht, es geht ratzifatzi, es hat jetzt ungefähr nur 5 Minuten oder 10 stocken müssen, je nachdem, wie hoch ihr die Temperatur macht. Und das könnt ihr jetzt in Stücke schneiden oder ihr macht es erstes aus der Pfanne, wie ihr mögt, ein bisschen Ketobrot dazu. Davon habe ich auch ein richtig feines Rezept hier in meinem YouTube-Kanal. Checkt das mal aus und ja, da habt ihr ein ganz einfaches Keto-Abendessen, was wirklich simpel ist, was nie gleich schmeckt, was ihr variieren könnt, wie ihr mögt. Und ja, ich bin begeistert davon und ich freue mich jetzt auch, das zu essen. Und ja. Ich freue mich jedes Mal auf das, was dann da vor sich hinbrutzelt, dass ich das essen darf. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Tag, wann auch immer ihr euch das Video anschaut. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Mhm.